Servus und willkommen zu zweiten. Do you want a facial? I don't want you. Ready? Du bist scheuer! Mann! Gibt's ja nicht. Was ist denn mit den Leuten los? Da spritzt die Kamera voll. Ja, Hammer. Oh Mann. Vorderrad an. Jetzt schauen sie alle her. Jetzt sind wir schon knapp 10 Leute. Ansonsten kommen wir. Jetzt habe ich den Faden verloren. Servus miteinander und willkommen zum 10.000 Kilometer Video, also Review Video von der Tenere 700 von meiner. So, ihr merkt, es ist schon ein bisschen laut im Hintergrund. Wir sind ein bisschen auf einer Offroad-Piste hier und ich werde heute ein bisschen auf der Offroad-Piste ein bisschen ein Unwesen treiben. Dann werden wir auch im Anschluss am Ende, könnt ihr noch ein bisschen sehen, wie ich damit rumeiere. Wir fangen mit vorne wieder an, wie bei dem 650er Video, und zwar mit den Reifen. Jetzt sind derzeit K60 Scout drauf. Ja, ihr werdet sehen, aha, K60 Scout. Das sind ja nicht die Rallye. Weil mir die Scorpion Rally nicht gefallen haben, muss ich ganz ehrlich bin. Ich habe die 1500 Kilometer Probe gefahren, auf der Straße sind die auch super, aber ich finde die für mich persönlich jetzt so mit Dirt und allem drum und dran, ist es nicht mein Ding. Im Steinigen geht es noch, aber wenn es dann sandig wird, also, naja, wohl eigentlich im Sandigen fast besser als im Steinigen, es ist immer so eine Mischung, also es ist irgendwie... Das ist nicht mein Reifen gewesen, das muss ich einfach so sagen. Kann jeder auch seine eigene Meinung dazu bilden. Ich habe da auch dazu kein Review gemacht, weil ich auch nur 1500 Kilometer gefahren bin. Deswegen will ich da auch kein Review geben dazu. Aber vom K60 Scout, da habe ich ein Review gemacht. Da schaut ihr einfach auf die Webseite von mir oder ich mache auch noch mal ein YouTube-Video dazu. Gut, also jedenfalls die Reifen, wenn sie mal eingefahren sind, nach 1000 Kilometern circa, sind die einmalig. Davor hast du halt relativ viel taube Hände. Und hast du das Problem, dass das einfach sehr wubbelt. Wenn sie sich mal eingefahren haben, die Reifen, für Dauerfahrt auch wirklich sehr gut zu handhaben. Auch jetzt, ich war ja auch mit der Italien-Tour jetzt diese 4 Wochen unterwegs und die waren halt auch total geil. Beruht auf dem europäischen Recht. Ja, das ist wichtig, weil das europäische Recht steht über dem deutschen Gesetz. Und das deutsche Gesetz verbietet das ja, dass du andere Reifentypen drauf baust. Und das europäische Gesetz ist immer noch das alte Gesetz, so wie es früher war. Das heißt also, wenn du auf europäisches Recht plädierst, dann funktioniert das auch. Dann, was würde ich euch noch empfehlen? Und zwar diesen Schutz hier, diesen Achsenschutz, der kostet nicht wirklich viel Geld, kostet 30 Euro, gibt es bei Amazon. Ich kann es mal unten in die Links reintun. Der schützt die Achse bei einem Unfall, weil das typische Unfallpotenzial sind einmal zuerst die Lenker. Wenn der Lenker einbiegt, kommen dann die Koffer. Wenn du keinen Koffer dran hast, kommt entweder der Auspuff, das hier, und wenn sie sich nach vorne neigt, dann im Endeffekt die Achse. Da die Achse sehr weich ist und nur so ein Flugzeugaluminium ist, würde ich euch eher empfehlen, da einen Schützer drauf zu tun. Genau, so. Dann kommen wir zu dem Thema hier mit dem Fender. Ich bin immer noch Fan davon, dass man den höher tut. Wir hatten auch so eine kleine Schlammpassage in Italien und dort war es halt auch sehr, sehr gut zu fahren. Und der Schlamm hat sich auch nicht zugesetzt. Es gibt auch diesen Umbau jetzt, der im Endeffekt oben drüber ist. Dieser Schnorchel gefällt mir nicht wirklich. Bei Lewis gibt es den sogar, diese BMW-Schnorchel, diesen Entenkopf. Ja, wer es mag, kann es haben. Meins ist es jetzt nicht. Jedenfalls, das würde ich einfach so belassen, wie es ist. Und dann kommen wir auch gleich direkt dazu, zu den Bremsen.
Ja, also die Bremsen so insgesamt ist es ja so, dass sehr viele dazu sagen, dass die Bremsen sehr, sehr weich sind, dass man keinen richtigen sauren Duckpunkt hat und. Und das finde ich jetzt persönlich für mich im Offroad eher anders. Ich möchte gar keinen harten Druckpunkt haben, dass wenn ich hier einmal kurz drauf drücke, das heißt, wenn ich einmal jetzt kurz so mache, dass ich auf einmal eine Vollbremsung mache. Da brauchst du eine andere Maschine. Die ist ja mehr Offroad-lastig. Sie ist ja eigentlich ein Zwitter zwischen Straße und Offroad. Wobei ich aber sagen muss, die superschön weiche Hinterradbremse hilft mir auch bei Straßenfahrten zum Beispiel, schön um die Kehren rumzukommen. Also es ist halt so, wenn ich in die Kurve reinfahre und ich reinlege, dann schleife ich leicht mit der Hinterradbremse, um noch ein bisschen mehr Gefühl reinzukriegen. Probiert das einfach mal aus. Nicht bremsen, sondern einfach nur leicht schleifen. Dann kriegt ihr ein besseres Gefühl und es wird stabiler. Und die Vorderradbremse ist halt jetzt nicht so knackig wie eine KTM oder eine Honda. Ja? Aber wenn ihr das halt haben wollt, dann baut ihr heute halt eine Stahlflexbremse rein. Dann habt ihr 30% mehr Biss. Wenn ihr das haben wollt und wenn ihr mehr Straße fahrt, dann ist das natürlicherweise sinnvoll. Dann sind das halt nochmal 100 Euro. Genau, dann sind wir hier unten eigentlich schon fertig. Dann kommen wir jetzt hier zu diesem Bereich und das ist der Kühler. Was mir halt immer aufgefallen ist, dass sie immer überkocht. Das heißt also, es ist wirklich mal warm in Italien und du fährst ein bisschen Offroad, die ist immer auf 102 Grad. Das ist mir aufgefallen und da geht auch andauernd der Lüfter. Und das nervt auf Dauer irgendwann. Ja, muss ich persönlich sagen. Aber mein Gott, wenn sie es braucht, dann braucht sie es halt und dann macht sie es halt. Hier wäre natürlicherweise schon cooler, wenn die Kühlfunktion noch ein bisschen größer dimensioniert wäre. Was natürlich auch nur Zeitaspekte ist. Aber da kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus. Hi Leute, ich schaue mir gerade das Video an und ich glaube, Zeit definiert ist ein bisschen schwer zu verstehen. Deswegen wollte ich jetzt noch mal kurz erklären. Ich meine, dass wenn man mehr Flüssigkeit in das System reintun würde, das heißt also den Kühlkreislauf mehr Flüssigkeit zuführen würde, dann ist das nur ein zeitlich bedingter Raum, wo die Temperatur nach oben steigen kann. Und die wird ja dann trotzdem überkochen. Das Einzige, wie man das lösen kann, ist halt größere Ventilatoren oder einen größeren Kühlkörper, der halt mehr Luft zirkulieren lassen kann. Das wäre das, was ich meinte. Dann kommen wir zum Display. Beim Display ist es so, dass wir immer noch das alte Cockpit haben. Wir haben immer noch das nicht farbige Cockpit und deswegen halt auch einfach schön abzulesen. Klar, natürlich jetzt diese neuen Hondas oder also jetzt die Africa Twin zum Beispiel, die ist natürlich farbig, schaut geil aus. Aber warum brauchen wir das? Also ich bin da immer noch derselben Meinung, dass es so reicht. Ja? Dann habe ich mir von Camel RDV eine Fixierung besorgt, eine Halterung nochmal, die im Endeffekt oben dieses Navigationsding und auch das Cockpit selbst stabilisiert. Wobei ich aber nur einen verbaut habe und nicht beide Seiten, weil ich möchte eigentlich, dass es sich noch ein bisschen bewegen lassen kann. Weil wenn das so starr ist, dann gehe ich stark davon aus, dass es irgendwann mal irgendwas kaputt geht. Weil es ist alles Plastik, deswegen weiß ich nicht so recht. Also ich würde lieber das so machen. Und wenn jemand einen haben will, also ich habe noch die rechte Seite. Wenn jemand die rechte Seite haben will, soll er sie einfach unten in die Kommentare schreiben. Wir tauschen uns aus und dann kann er das gerne haben. Dann habe ich zusätzlich noch den Donatec Navigationshalter, der sehr, sehr geil verarbeitet ist, muss man einfach so sagen. Er nimmt das gesamte Potenzial aus dem Navi-Halter von der Tenery. Und dort kann man auch mehrere Navigationssysteme einbauen. Das heißt also insgesamt kannst du eigentlich schon mehr, also drei Mounts kannst du mindestens anschließen. Und ich habe jetzt das Folgende gemacht, ich habe einen RAM-Mount angeschlossen, wo ich mal das GPS 51 das GPS Map 51S dran habe und habe mir dann so ein von GILB, also GLIPB, ist so ein japanischer Kackhersteller, aus dem Amazon für ein Apfel und ein Ei so einen Fahrradhalter besorgt, den man so zusammenschrauben kann. Da kann man sein Smartphone reintun, finde ich sehr geil, tue ich euch auch in die Kommentare rein. Und ja, kostet auch vielleicht 15 Euro, das mehr nicht. Ja? Genau. So, dann gehen wir weiter.
Ich habe jetzt noch eine Erhöhung rangemacht von Kedo. Das ist dieser Haier. Den kann man dann im Endeffekt dann einstellen, weil sehr viele Leute, die halt über 1,86 sind, haben das Problem, dass der Wind genau bei der Standardeinstellung genau ins Visier reingeht, wenn du Enduro-Helm trägst. Und das ist halt mega unangenehm. Wenn das Ding ganz oben ist, dann geht hier die Luft rein und verteilt sich dann sehr schön, also verwirbelt sehr schön. Und dann hast du auch nur ein leichtes Gefühl von Luft. Also du merkst schon, dass da was kommt, aber es ist sehr angenehm. Offroad-mäßig tue ich die Scheibe runter, weil ich dann einfach mehr Luft kriege und dass ich dann noch nicht überhitze, weil ich bin ja eher der langsamere Fahrer. Und ja, und das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Cockpit. Dann würde ich weitergehen zum Riser, also zum Lenker-Riser, der ja standardmäßig von, der kostet natürlich Zubehör, aber von Original von Yamaha ist. Da habe ich mich letztens mal schon beim 650er-Video falsch gesagt. Ich sage jetzt nicht, wie hoch er ist. Ich schreibe es rein. Ich glaube entweder 15 oder 30, aber da, ich sag mal 15. Ja, aber es ist hundertprozentig falsch, weiß ich schon mal. Also schaut in die Kommentare, dann seht ihr das schon. Genau. Die Dinger halten, also ich dachte auch am Anfang, dass diese Schützer sehr wenig aushalten. Und das ist aber nicht der Fall. Also ich bin jetzt da schon öfters hingefallen. Und auch wenn die Folie zerkratzt ist und so, aber ey, ganz ehrlich, also ich dachte echt, das Ding bricht gleich bei der ersten Variante. Es verbiegt sich ein bisschen, dann biegst du es wieder zurück und dann ist es wieder gut. Würde ich jetzt so eigentlich so belassen, bis sie halt mal kaputt gehen. Und dann würde ich mir irgendwelche Barkbusters oder sowas draufhauen. Dann habe ich mir von Axio so bewegliche Griffe besorgt, weil sie einmal Längen und Höhen einstellbar sind. Genauso, wenn ein Unfall ist, klappen die nach oben. Das heißt, sie gehen nicht kaputt. So, und wenn auch gleich jetzt schon hier wieder die Polizei wieder das Video anschaut, nein, das Ding hat eine KBA-Nummer, das ist alles eingetragen, das passt alles. So, und zum Thema, es wackelt. Ich liebe diesen Bericht. Mal kurz mal diesen Bericht. Nicht zugelassen. Die wackeln dann so wie die hier. Das ist hier an der Kupplung nicht weiter schlimm, aber an der Bremse ist es schlimm. Das Problem da. Und jetzt, schau mal, das wackelt. Das kann wackeln. Das ist ganz normal, dass es wackelt. Und das auch das Standard ist das auch. Und mit der KBA-Nummer ist es auch, dass es wackelt. Es muss sich bewegen. Naja, aber anderes Thema. Gut. Dann kommen wir zum Schützer. Der Schützer von Yamaha, da habe ich schon jetzt sehr viele Erfahrungen auch von Far and Further gesehen. Der Kanal ist geil. Ich verknicke ihn mal oben in der Ecke im Infobacken. Der hat jetzt schon öfters mal Unfälle gehabt und das Ding drückt sich einfach dann da rein. Das heißt also, dieses Plastik ist kaputt, kostet auch nicht die Welt. Das Plastik, das ist ja das Lustige, kostet gerade mal 150 Euro unlackiert. Also schwarz, unlackiert, 150 Euro. Finde ich mega geil. Da kosten ganz andere Hersteller ganz andere Summen. Genau, Federgabel haben wir nicht gehabt. Das Federsystem ist jetzt immer noch bei mir Standard, noch immer so umgestellt. Ich habe gespaltene Meinung in der Hinsicht, weil auf der einen Seite finde ich es gut, weil es soft ist. Also es ist schon straff, aber es ist schon, wenn du in Offroad-Sachen reingehst, dann ist es so soft, dass du wirklich sehr angenehm über Sachen drüber fährst. Auf der Straße wirkt sich das halt so aus, dass wenn du höhere Geschwindigkeiten fährst, dass du dann das Problem besitzt, ja, dass das halt alles nicht so stabil mehr läuft. Das heißt also wirklich hohe Geschwindigkeiten, dann wird das Ding relativ instabil. Da würde ich dann wirklich auch zu einem Update raten. Das heißt also von Touratech gibt es dann für ein Tausender ein Cartridge-System. Das würde man dann einfach dann austauschen gegen das Standardsystem und dann wäre das auch okay. Und hinten, ich bin halt wirklich eine schwere Sau, muss ich einfach sagen, da würde ich halt einfach eine andere Feder hinten reinbauen. Aber die Suspension hinten, also das Federsystem, finde ich sehr, sehr geil. Also das Dämpfsystem finde ich sehr geil. Und die Feder ist einfach für mich nicht ausgelegt, weil wenn ich Gepäck drauf tue und mich selbst, dann ist das Ding einfach vollkommen überfordert. Und dann fängt das Ding an, wirklich zu schwanken. Also, und ist halt auch sehr tief, also auch wenn ich es voll aufdrehe. Was mir halt sehr gut gefällt, auch bei dem Dämpfer, dass der sehr gut erreichbar ist. Man kann hier einfach gut Randen reingreifen und einfach aufdrehen oder zudrehen. Und ja, jetzt steht die Maschine natürlich falsch rum da. Dann machen wir das jetzt folgend. Ich drehe die Maschine mal schnell kurz um.
So, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ihr jetzt noch mittig da seid. Ich gehe mal stark davon aus. Dann habt ihr gesehen, der Auspuff ist der Standardauspuff. Tja, warum wohl? Der Standardauspuff, ich hatte ja vorher den Akrapovic drauf. Das hat ja jeder gesehen. Ich habe ihn verkauft, weil ganz ehrlich, das Geld war es mir nicht wert. Ich habe auch einen guten Preis dafür gekriegt, eigentlich fast schon wie neu. Was soll ich sagen? Er macht keine Mehrleistung. Es gibt von Pirate Racing, glaube ich, heißt der Kanal. Den tue ich mal oben hier rein. Da hat der eine vollständige Analyse von allen Zubehörauspuffen gemacht. Und da siehst du einfach 1 PS, 1 PS weniger, 3 PS weniger. Und der Standard und der Akrapovic sind die einzigen, die oben waren. Und alle anderen waren tiefer. Klar, du hast ein bisschen mehr Sound. Klar, du hast ein bisschen mehr dumpferen Ding. Aber dafür 600 Öcken reinlegen? Nee, wäre jetzt nicht mein Ding. Deswegen verkauft, Standardauspuff drauf, reicht, macht auch ein bisschen Blubber, ist halt nicht so langweilig und hat kein Blimbling. Aber ganz ehrlich, ich fahre hier im Offroad rum und warum soll ich mir einen 600-Euro-Auspuff zerschrottern, wenn ich hinfall? Macht keinen Sinn. Genau, jetzt kommen wir zum Sitz. Der Sitz ist soweit okay. Was mir halt ein bisschen missfällt, ist, wenn man längere Touren macht, dass man relativ schnell durchsitzt, also mein Gewicht jedenfalls. Und du kriegst halt richtige Arschschmerzen nach ca. 300 Kilometern. Das kann man auch als Normalfahrer eigentlich ertragen, aber man wünscht sich eigentlich mehr Puffer. Und da überlege ich mir gerade, den Rallye-Sitz auszutauschen hier. Das heißt also, wenn jemand einen Standardsitz noch möchte, kann er den gerne haben. Ich würde dann auf den Rallye-Sitz umwechseln. Der ist halt ein bisschen tiefer. Der Rallye-Sitz ist ein bisschen höher und ein bisschen breiter. Und hier halt in diesen Flanken halt, was mir auch ein bisschen für meine Beine ganz gut tut, weil ich würde gerne schon ein bisschen steiler stehen, dass ich halt besser aufstehen kann noch. Aber ansonsten ist der wirklich nicht schlecht. Gut. Was haben wir sonst noch? Wir haben jetzt noch dann diese Fußrasten, diese höhenverstellbaren Fußrasten von Yamaha selbst. Keine Ahnung, ich habe da keinen Unterschied gespürt, wenn ich ehrlich bin. Also das Ding kostet echt schon eine ganz schöne Stange an Geld und dafür hätte ich andere... Wir warten kurz. Da ist richtig eine Stange Geld über den Tisch geflossen und die machen keinen wirklichen Mehrwert. Sie sind nicht wirklich scharf. Sie sind jetzt auch wirklich nicht schlecht. Ja? Also ich will jetzt nicht wirklich schlecht reden. Man kann, wenn man halt höher möchte, dann geht es wirklich relativ hoch. Aber runter geht halt fast nichts. Also vielleicht ein Zentimeter, aber auch wirklich der Zentimeter bringt halt nichts. Jetzt kommen wir zum Motor. Der Motor. So, der Motor, wenn ich es euch sage, er ist wirklich ein Gedicht. Er ist traumhaft flexibel. Er hat natürlich jetzt nicht so einen Punch wie eine KTM. Ja? Also wenn man jetzt die 700er KTM hat, na, zaubert die dir halt einfach die ganze Zeit ein Lächeln in die Fresse. Aber das ist halt bei ihr, ist es halt die Durchzugsfähigkeit, dieses Lineare, dieses Einfache, dieses Kontrollierbare, dieses einfach Händelbare. Du kannst hier überall rumfahren und du hast nicht das Gefühl, dass du überfordert wirst, sondern die Maschine gibt dir das Gefühl, mach mal, das geht alles, alles easy, Junge. Und genau das ist doch eigentlich die Maschine, die man möchte. Man möchte nicht die Maschine, die einen vollkommen überfordert, sondern man möchte die Maschine haben, die einen eigentlich das Gefühl gibt, man kann es. Und genau in der Sekunde, wenn du glaubst, dass du kannst, dann fährst du es auch. Und das ist es eben. Weil klar, natürlich, eine KTM macht was her, ist laut, ist geil, schaut mega geil aus und macht halt voll Power. Aber das überfordert die meisten Menschen. Und deswegen würde ich eher zur Teneré raten, vor allem auch vom Preis. Weil für 10.000, ganz ehrlich, mega geil. So, jetzt kommen wir noch zu den Zubehörteilen und zu Verschleiß und auch zu Problemstellen an der Maschine. Also wir fangen jetzt erstmal mit dem Zubehör an. Ich habe im Endeffekt ja den SW Motec Pro Koffer drauf. Die haben wir jetzt gerade weggemacht. Da seht ihr mal, wie es ausschaut, wenn man nur den Topträger sieht. Wenn der Topträger verbaut ist, kann man nicht mehr zu zweit sitzen. Es ist die Hölle auf Erden. Meine Freundin kann da auch Geschichten dazu erzählen. Das geht genau 5 Minuten lang gut, weil diese Stahldinger hier, die hier halten, du sitzt genau drauf. Das ist beschissen. Keine gute Lösung. Da hätte man das irgendwie weiter nach hinten machen können. Ansonsten vom Traglast her, wenn du alleine fährst, ist das mega geil, weil du hast hier eine riesengroße Platte. Also das ist noch die Zubehörplatte, die noch am Top drauf kommt, weil das da ist die Standardplatte da unten drunter. Und das da ist die Hauptplatte.
Die würde ich auch empfehlen, weil du kannst geil verzurren, überall. Und das nächste ist, du hast halt die Möglichkeit, einen richtig geilen großen Packsack drauf zu tun, der dann sehr weit von dir weg ist. Wie Zelt oder irgend sowas kannst du dann da reintun. Also mega geil. Vom Koffersystem her habe ich eine gespaltene Meinung. Auf der einen Seite her habe ich gerade eben was laufen, was sehr uncool ist, weil im Endeffekt der Rahmen hier im Endeffekt schon angebrochen ist, dadurch, dass sich das Koffersystem bewegt. Und man sieht hier auch die Kratzspuren. Also es hat nichts mit dem Auspuff zu tun, es hat was damit zu tun, dass man nur, und das ist das Witzige daran, ist, dieses Koffersystem kann auf einer Seite 12,5 Kilo insgesamt tragen. Jeder Koffer wiegt aber schon 6,5 Kilo. Also dann überlege mal, wie viel Kilo du dann einpacken darfst in einen 60-Liter-Koffer. Das macht ja keinen Sinn. Ja? So, und dann bewegt sich das während der Fahrt in den Kurven und dann drückt es gegen diesen Auspuff. So, diese Halterung hier ist aber am Rahmen festgeschweißt. Das heißt also, wenn das hier bricht, hast du einen Rahmenschaden. Rahmenschäden dürfen nicht repariert werden und damit ist das Ding eine Vollschaden. Deswegen ist das eine sehr, sehr kritische Sache. Und da würde ich auch zu Yamaha auch ein bisschen zu gehen und sagen, Jungs, bitte bei der nächsten Variante von der Yamaha, von der Tenere, macht das Ding doch steckbar. Macht doch ein Stecksystem und macht hier Sollbruchstellen hin. Wenn das Ding dann bricht, dann bricht's. Das ist ja vollkommen okay. Dann steckst du es raus, tust ein neues rein, alles gut. Oder du kannst dann noch dieses Teil hier schweißen, aber es ist kein Rahmenstück. Und wenn es ein Rahmenstück ist, ist es in Deutschland, in allen anderen Ländern natürlich nicht, weil es ist nur Deutschland das Problem, dann ist das Ding ein Vollschaden. Das nächste Thema. Verschleiß. Wir hatten ja den 10.000er Service drauf. Der hat mich gekostet 385 Euro in Italien. Dort wird im Endeffekt Luftfilter gewechselt, ein Ölwechsel kommt dazu, alle Schrauben werden kontrolliert und es wird geölt. Was mir aufgefallen ist damals, wo wir den Reifen gewechselt haben, ist, dass hier sehr viel mit Fett gespart wurde. Das heißt also, die Achsen hier, die sind trocken, da ist kein Fett drauf. Deswegen würde ich euch empfehlen, und die schleifen dann auch natürlich schnell ein, deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, tut da Fett auf die Achse drauf, dass das Ding auch lange hebt. Das heißt also wirklich einfach nur die zwei Achsen aufmachen und dann Fett drauf, wieder zusammenbauen, alles easy. Von der Kette her, vom Verschleiß, sind wir bei 10.000 Kilometern eigentlich noch in sehr, sehr gutem Zustand. Gut, ich habe es jetzt auch gut gepflegt, muss ich sagen. Und ansonsten fährt sie sich traumhaft. Schalten tut sie sich traumhaft und auch Bremsen und auch die Einstellungsmöglichkeiten hier sind einfach wirklich genial. Es gibt ein Problem, also es gibt ja zwei Rückrufaktionen. Einmal jetzt dieser Rückstrahler, der ja wirklich irgendwie extremen Wind gemacht hat, was ich jetzt persönlich jetzt nicht so sehr wichtig finde, aber er ist schon gewechselt. Aber was Größeres ist, ist, dass es hier unten die Plate. Wenn ihr die Pro Plate von Yamaha habt, dann habt ihr das bei der alten Variante das Problem, dass ihr nicht mehr richtig bremsen könnt, weil das Ding kann sich so links und rechts bewegen, also Richtung Motor und zurück. Und dann kann es sein, das ist ja schon die andere Variante, dass dann die Bremse nicht mehr funktioniert und blockiert. Das heißt, also ihr könnt rückwärts nicht mehr bremsen. Und das ist wirklich doof, ist mir auch in Italien passiert. Wurde dann auch direkt gewechselt, war auch gar kein Problem. Was wir auch mal hatten, das war in dem Italien-Video, habt ihr ja gesehen, dass der Lars ja dieselbe Maschine hat und der hatte das Problem, dass auf der rechten Seite der Simmering gesifft hat, aber da war es halt nicht nur der Simmering, sondern wirklich der gesamte Dichtring war geplatzt und dann ist halt das ganze Öl ausgelaufen. Ist halt natürlich uncool. Ja, ist jetzt natürlich entweder ein Versehen oder kann sein, dass auch gut ist, aber wie schon gesagt, soweit wirklich sehr gut. Ja, in meiner ersten Aufnahme hatte ich das dabei. Jetzt habe ich es wieder vergessen gehabt bei der Aufnahme. Was noch ein Thema ist, das sind Kratzspuren von den Seitenrahmen. Dann sehen wir zum Beispiel, dass hier diese Schutzkappe schon total verschlissen ist. Dass der Motor hier schon seine Kratzer abgekriegt hat. Dass der Rahmen hier schon vollkommen abgeschliffen ist. Hier das ganze Plastik auch schon abgeschliffen ist. Und das liegt daran, wegen meinen Offroad-Stiefeln. Da hätte ich mir ein bisschen höherwertiges Plastik vorgestellt gerne. Zum Beispiel auf der anderen Seite von dem Rahmen, der ist vollständig durchgeritzt nach 10.000 Kilometern. Ich möchte nicht wissen, wie es ausschaut, wenn wir mal nach 20 oder 40 oder 60.000 Kilometern da mal hinschauen.
Da habe ich jetzt bei Acerbis einen Schützer endlich gefunden. Ich wollte den eigentlich selber bauen. Glücklicherweise habe ich den für relativ günstig gesehen. Den tue ich euch noch in die Kommentare rein. Da wird der Rahmen geschützt und ist relativ einfach aufzubauen. Ich habe mit einem Schweißdraht diese Gummihalterungen dann dran gemacht, weil die werden mit Gummi-O-Ringen gehalten. Aber macht schon mal einen sehr guten Eindruck. So, und jetzt machen wir noch kurz ein Fazit. Fazit, kauft dieses Fahrzeug. Ihr könnt in Ruhe dieses Fahrzeug kaufen. Es ist wirklich ein tolles Fahrzeug. Es hat seine kleinen Kinderkrankheiten, ja, wie die ich halt aufgezählt hatte. Aber ansonsten ist das wirklich ein tolles Ding. Macht viel Spaß für wenig Geld. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß damit, bleibt gut in der Saison. Ich hoffe, ihr könnt viel fahren wegen Corona. Und passt auf euch auf, bleibt oben, euer Frankie. Bis bald. Servus. I'm gonna go get some more stuff.